schieß dich einfach ab. Leg dich einfach flach. Nimm dich mit zu mir. Stell dich in mein Haus. Boom, 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 boom. Herzlich willkommen, ihr Kniften da draußen, zu einem neuen Let's Play, nämlich Wolfenstein The New Order. Jetzt wird die Musik ein bisschen leiser, weil die habe ich schon gerade runtergeschraubt. Und zwar, bevor ihr irgendwas fragt, ich zeige gleich zu Beginn, Grafikeinstellungen sind volles Brikett, hier kann man es nochmal sehen, alles hochgeschraubt, höher geht nicht. Nee, hier kann ich klicken, wie ich will, geht nicht höher. Also alles wirklich hochgeschraubt bis zum geht nicht mehr. Und ja, FOV ist auf 90. Was ganz, ganz merkwürdig bei dem Spiel war, war, dass es auf meinem zweiten Monitor gestartet ist. Und ich habe in ein paar Foren gelesen, das hatten einige Nvidia-Besitzer, also Nvidia-Grafikkartenbesitzer hatten das Problem. Aber man kann hier im Spiel selber den Monitor auswählen, das ist total super. Und jetzt läuft das auch. So. Und ohne große Umschweife, ne, wollen wir jetzt auch gleich hier beginnen. Darf ich spielen, Papi? Tu mir nicht weh, lass sie nur kommen. Das ist dann, denke ich mal, normal, oder? Ja, da sieht man es ja. Niedriger Schwierigkeits für Gelegenheit, mittlerer Schwierigkeits für den durchschnittlichen Spieler. Das bin ich. Ich bin ein durchschnittlicher Spieler. Und ich bin gespannt, worum es geht. In meinem Traum rieche ich ein Barbecue. Oh, ist zu leise. Ich höre Kinder. Ein Hund. Und ich sehe jemanden. Ich muss das auf jeden Fall nochmal hochschrauben. Ja, da ist irgendwer. Was war das? Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. So. Ostsee, nahe der feindlichen Küste. Oh. Das muss lauter. Oder ist es nur bei mir so leise, ich Idiot? Ich weiß es gerade nicht. Aber eigentlich ist es doch laut genug. Hm. Wir machen aber mal alle Untertitel an. Weil, ne, ist Service von mir. Okay, ich soll irgendeine Motorleitung zu bla 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 bla. Ja, ich komme ja schon. Ja. Oh. Kleinen Moment, das muss doch noch lauter gehen, bin ich blöd hier. Gesamtlautstärke muss dann halt hochgeschraubt werden. Hilft ja nichts. Also ich höre es wirklich sehr, sehr leise. Oh, sehr laut. Wirf Ladung ab. Wo muss ich hin? Wahrscheinlich hier hinten, ne? Ja, ich mach das schon. Oh. Ja, der Vogel steigt wieder. Zurück ins Cockpit. Ich will aber mal gucken. Oh, da hinten? Oh. Ja, hier hat man keine Zeit, um mal ein bisschen was zu gucken, ja? Scheiße. Alles klar da hinten? Ja, läuft, ne? Wo ist denn das Geschütz? Wo? Ach, da unten.
Okay, ich bin da. Okay, den haben wir. Den haben wir auch. Oh. Den nicht, ne? Also kann ich ranzoomen auf der rechten Maustaste. Alter. Achso, ich habe das Spiel übrigens jetzt in einem Summer Sale gekauft, weil es mir einfach die ganze Zeit ein bisschen zu teuer war. In einem Summer Sale hat man es für knappe 20 Euro gekriegt. Und für ein neues Spiel ist das ganz gut. Ach, ich habe doch geschossen, hör doch auf. Der Tod klopft wieder an. Ach, das sollte so passieren. Er ruft mich. Das wusste ich ja nicht. Nicht heute, mein Freund. Nicht heute, mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Das ist aus Game of Thrones. Nicht heute. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger. Mayday. Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1. Erste Hilfe, Koffer, Blasco. Nehmen Sie. Hab ich. Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Condor 9, hier Vulture 1, Sie sind zu. Das ist schon geil, ne? Negativ, Vulture 1. Haben hier ein ernstes Problem mit der Steuerung. Ich muss die Formation verlassen. Hier, die Alte. Machen Sie Platz, Fergus. In Ordnung, Randall. Oh nein, Blasco, fahr Sie das Radar ein. Der Hebel oben. Na klar. Gar kein Problem. Ich verstehe Ihr Problem, Condor 9. Ich sehe Rauch. Sie verlieren Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querruder ist hin. Ja, die Mühle fliegt sich wie ein Ziegelstein. Danke, Vögel, für die... Condor 9, bitte kommen! Condor 9! War ein bisschen spät, ne? Das ist... Dieses... Das hätte gleich schon bei der Explosion kommen müssen. Schön, mein Junge. Hören Sie mir jetzt gut zu. Also, sehen Sie das Steuerrad. Ja, Sir. Gut, nehmen Sie es in beide Hände und ziehen Sie es zu sich. Auf keinen Fall drehen, verstanden? Halten Sie es gerade und ziehen Sie es zu sich hin. Okay, Sir. Es scheint zu klappen. Wir packen uns wieder. Okay, Private Wyatt. Sie müssen noch was für mich erledigen. Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Was? Verstanden, muss ich da rüber oder was? Blaskovic, machen Sie die Cockpit-Tür auf. Sie müssen sie auf. Ja, ja, komm, kein Stress. Fertig. Dann los. Da. Oh. Aber das hatte ich, glaube ich, auch ein paar Tests gelesen, dass das mit dem Sound schlecht abgemischt ist. Ah, ich war sogar bereit, E zu drücken. Ich bin nur 20 HP, Digga. Alter Safari. Ey. Zieht mich rein. So. Wo ist mein Freund? Wie steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Ich bin doch auch mal eine Waffe hier. Na, dann gehen wir halt nach da hinten. Kann ich mit allen reden? Nee. Gott sei Dank sind Sie hier! Hm? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir müssen abbrechen! Blaskovic, helfen Sie dem Jungen hoch! Negativ, Condor 9. Kurs beibehalten. Verdammt, ich helfe dir hoch! Danke, Sir! Bitte! Ken! Danke, ganz gut. Einfach! Oh. Der sieht aus wie Ken von Barbie! Was geht denn hier ab? Wenn wir Totenkopf jetzt nicht aufhalten, Fergus, ist es vorbei. Wir werden den Krieg verlieren. Ja, aber hallo. Mit solchen unfähigen Leuten hier wie Ken? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Woran?
ja nicht sehen. Ja, ich auch nicht. Boom, 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 boom. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Ist ja witzig. Alles ist verloren. Heute haben wir, glaube ich, den 6. Die Regimes rücken unaufhaltsam vor. Nee, den 5. Juli. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Oha. Mayday, Mayday, hört mich jemand? Wo ist denn der Achterfunk? Fergus, wie ist Ihr Status? Leskovic, bei uns hier ist die Kacke am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich hab das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Blesko, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wyatt, leuchten Sie! Blesko, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus! Ja, Sir! Oh. Wusste gar nicht, dass es im Zweiten Weltkrieg Transformers gab. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleinere Waffen können dem nichts anhaben. Könnt ihr zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Maus 3 will er immer? Ja. Achso, dann steche ich so anders zu, oder was? Ja, ist richtig. Was? Okay, durchgerutscht. Okay. Eins von Totenkopfs Biestern hätte den Mann schon längst töten sollen. Achso, so schwimme ich schneller. Wum, wum. Oh. Alter, das war spooky gerade. Aber warum kann der so lange unter Wasser bleiben? Versucht das mal. Spult nochmal zurück und haltet mal die Luft an. Und versucht mal hier so lange die Luft anzuhalten, wie er jetzt hier gerade unter Wasser bleibt. Wenn ihr das schafft, seid ihr gut. Ah, den großen kriege ich gar nicht. Ja, bis jetzt mache ich nur hier so Moorhuhn-Sachen. Noch irgendwo so ein Roboterhund? Die da! Okay, verlassen. So, jetzt gib mir mal meine Waffe hier, verdammt. Sie haben uns gerettet, Captain Blazkowicz, Sir! Ja, ich tue, was ich kann. Okay, Blazko. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Yeah, WLAN-Headset. Bereit machen für Deckungsfeuer. Ja, lauf, lauf, lauf. Hab ich gemacht, hab ich gemacht. Okay. Der Beste. Okay, ich bin schon voll am Action machen hier. Muss ich die denn wie? Ach so, Granate. Okay. Oh, hier ist Granate. Gute Arbeit, Blesko. Nehmen wir noch welche mit. Abschalten.
Helm. Sie müssen die zwei Kanonen dort ausschalten. Die Brücke mit der Einheit an der Küste entlang in Richtung der Basis vor. So, gut zuhören, Leute. Captain Blaskowitz kann uns jetzt den Weg freihalten. Wir halten also vor und Sie werden ihm den Gebühren und Respekt erweisen. Alt, links und S. Halte alt links, mach ich doch gerade. Halte alt links. Ach so. Da oben ist auch einer. Okay, die Waffen klingen aber ein bisschen wenig schlimm. Wisst ihr, was ich meine? Können ein bisschen mehr Wumms gebrauchen, ne? So Battlefield-mäßig. Hier war doch irgendwo was. Hab ich auch gesammelt, oder? Nicht. Nee, doch, hab ich. Und wo krieg ich denn hier? Mausrad auf. Ah, okay. Ja, läuft. Ich muss echt immer alles aufsammeln? Das ist bei denen nicht so richtig. Oh, ich... Oh. Einfach beide gedrückt halten. Nee, ich will eine Single-Waffe. Ah, die geht nicht. Dann will ich da oben Single. Echt, ich muss hier jeden Scheiß aufsammeln. Ich kann nicht einfach drüber laufen. Ist ja kranker Scheiß, ey. Echt. Okay. Von der Grafik her finde ich es eigentlich echt cool. Muss ich sagen. So, wie war das mit Alt und S? Dann lege ich mich so hin. Ah, wenn ich Alt gedrückt halte, mache ich den hier. Ah, okay. Also immer so mit Alt rum. Was soll das denn? Warum geht es da nicht weiter? Ist ja frech. Dann schleichen wir halt mal eine Runde hier. Was ein fettes Ding. Ist doch gerade einer langgelaufen. Achso, das wäre der Weg gewesen hier. Oh, hier gibt es aber viele Wege. Überall liegen hier Medikits. Oh! Du dämlicher Köter, nimm das. Boah, habe ich mich erschreckt. Boom, 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 boom. So, nimm das und du nimmst das. Diese Doppelfunktion, dass man erst Alt gedrückt halten muss und dann nach vorne gucken kann, ist ganz merkwürdig. Hä, von hier bin ich doch gekommen. Was soll denn die Scheiße? Also es ist auf jeden Fall merkwürdig, dass es kein... Man ist so, ja, wie soll ich sagen, so dran gewöhnt, dass es überall ein Radar gibt. Was war denn gerade mein Ziel, ich Idiot? Ey, ich bin gerade noch so ein bisschen planlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht hier im Strom was machen? Mal eine Granate hin. Oder sehen die ganzen Gänge einfach nur gleich aus?
Militärisches Material. Nee, hier geht's definitiv nicht weiter. Ja, dann doch diesen Gang hier. Obwohl der genauso aussieht wie der andere Gang. Hier geht's auch nicht rein. Aha. Okay, auch im Arsch. Vom Gore-Faktor her hätte ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mal abwarten. Alter, überall blinkt es, alles muss eingesammelt werden, ich raste aus. Das ist man echt nicht mehr gewohnt, sowas. Schalt den Kommander aus, okay. Kommandanten an. So, Chuck, weg ist er. So, den nehmen wir auch noch mit. Zack, weg ist er. Ja, den interessiert das auch nicht, dass hier überall Tote sind. Okay, ist auch im Arsch. Jetzt habe ich irgendwie mein Messer geworfen, aber das war's wohl. So. Alles mitnehmen hier, kostet doch nichts. Hab doch genug Platz hier. So, zack, zack, zack. Das nehmen wir auch noch mit. Ja, also es sind auf jeden Fall hier schon mal überall diese Veränderungen. Ne? Hier ist das Wolfenstein-Zeichen. Das weiß ich, dass es ja in Deutschland nur die zensierte Fassung gibt. Finde ich jetzt aber nicht sonderlich schlimm. Zumal jeder ja weiß, worum es hier geht. Ne? Signal entdeckt. Das ist dann der Kommandant oder was? Gehen wir doch einfach mal hier hinter lang. Wo ist denn der? Ich habe ihn noch gesehen. Tschüssi. Tschüssi. Das war's schon. Ruhe im Puff. Ah, reicht mir schon. Schade, dass man das nicht, oder kann man es auch umdrehen? Nee, kann man nicht. Oder abreißen, das wäre geil. Dann renne ich hier mit so fettem G durch die Gegend. Hier war doch noch irgendein anderes Teil. Was ist das hier? Da. Sie benötigen eine Bombe. Ja. Das ist vielleicht... Welch ein Zufall. Okay. Ja, dann benötigen wir mal die Bombe. Soll ich da hinten nochmal gucken, ob da auch noch irgendwas ist, was ich jetzt gerade übersehen habe? Granaten. Bin ich voll mit. Okay, dann soll es das gewesen sein. Jupp. Ich merke gerade schon wieder so einen leichten Anflug von Motion Sickness. Das habe ich, bei welchem Spiel hatte ich denn das vor einiger Zeit? Ach ja, hier. Shadow Warrior. Ach, vielleicht sollte ich mich jetzt doch hier hinter. Nur so vorsichtshalber. Für den Fall, dass einer... Nö. Schalte die Kanonen aus. Hier ist keiner, wie es aussieht. Tschung. Schon wieder Signal entdeckt. Was? Wer hat mich denn jetzt hier? Okay, das war scheiße. Jetzt wollten wir ein bisschen Silence machen. Können wir jetzt knicken. Stirb doch. Ich seh dich. Ich dich aber nicht.
Du hast deinen Vorteil freigeschaltet, aha. So. Okay, das Blut sieht... Oh. Sehe ich jetzt die Gewalt, die ich eben sehen wollte? Platzen die jetzt gerade mehr? Oh. Okay, man muss hier echt vorsichtiger vor. Das ist jetzt kein Rush und Go. Zack, Ding hier. Ach, scheiße, da sehe ich nichts. Ne, da sehe ich echt nichts hier durch. Scheiße. Bin hier vorne nochmal. Bam, ist der Head im Arsch. So, jetzt wollen wir nochmal gucken, was haben wir denn hier gemacht. So ein paar Schädel habe ich auf jeden Fall zertrümmert, ne? Hier. Guck, die Wirbelsäule raus. Ist ja nett. Okay, jetzt kommt doch langsam dieser Gore-Effekt. Also der ist noch nicht mal mies dargestellt. Alte Scheiße. So. Weiter. Gott sei Dank leuchtet das überall auf, wenn man was einsammeln kann. Ich würde da nie drauf achten, gebe ich ganz ehrlich zu. So. Gibt's noch irgendwas zu melden? Noch Schindluder mit den Leichen kann man nicht treiben, ha? Nee, kann man nicht. Tja, also, da muss ich wohl hier nach oben. Ja, man muss sich wirklich mal wieder so, ein bisschen auf die Wurzeln berufen. So waren Ego-Shooter früher. Das hier, ist das eine Kamera? Nein, das ist hier das Ding aus Portal. Wo? Von wo? Da. Da hinten sehe ich einen Helm. Oh, der hat gesessen. Ich schieße jetzt einfach mal hier ein bisschen durch. Ja, man muss echt ein bisschen vorsichtiger hier vorgehen. Okay, Blasco. Wir sind an dem Stampfer. Also, lädt er jetzt von alleine auf, wenn ich hier so rüberlaufe? Nein, ich muss echt einsammeln. Es hilft alles nicht. So, was hat er gerade gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Mann, Vendetta, passt doch mal auf. Schuhe, Helm. Okay. Die AK finde ich schon ganz geil. Doppel-AK finde ich übertrieben. Und das ist auch nett. Tuff. Also ist ja nicht AK, was ist denn das? Sturmgewehr steht da einfach nur, naja. Irgendwas Modifiziertes. Ich glaube, die zersplatterten Köpfe kriegt man nur, wenn man, wenn man wirklich auch einen Head trifft. Hier, guckt euch mal das Symbol an. Ey. Oh, kaputt gemacht. So. Aber ich bin mehr so der Einpistolentyp, muss ich ganz ehrlich sagen. So Doppelwumm, das hat mir noch nie so zugesagt. Überwältigen! So, was soll ich machen? Oh. Dumme Idee. Oder? Wo schießt denn da einer da? Bam, 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 bam. Staatsoberhaupt möchte den Frieden. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Wayne. Ich wette, ist total die tolle Geschichte und wenn ich die nicht lese, dann geht's mir schlecht. Und den sollte ich auch ziehen. Warum geht denn der wieder hoch? Das verstehe ich jetzt nicht. Was geht hier ab?
Mit was hat das was zu tun hier? Scheißegal, oder? Oh, ja. Ah, genau das meine ich mit stumpf reinrennen ist nicht. Oh, verdammt, 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 verdammt. Oh, da oben ist auf jeden Fall einer. Alter, von hinten! Du Schwuchtel. So. Das sollte es hier gewesen sein. Alles einsacken. So, meine lieben Freunde, aber wir haben jetzt schon mal eine halbe Stunde erreicht. Ich denke, das sollte erstmal reichen. So, gibt es hier noch was zum Einsacken? Nein. Ich finde, das sollte erstmal reichen und wir sehen uns in einem weiteren Video wieder von Wolfenstein. Also haut rein und bis dann. Ciao, ciao.